Corona. Was weiß die Wissenschaft? Mit Professor Harald Lesch. Namen zusammen. Die ganze Welt dreht sich um das Coronavirus. Was wir momentan erleben, ist ohne Vergleich in der jüngeren Geschichte. Eine unsichtbare Bedrohung breitet sich mit rasender Geschwindigkeit über den gesamten Globus aus und stellt eine tödliche Gefahr für einen erheblichen Teil unserer Bevölkerung dar. Wir wollen uns heute Abend die Zeit nehmen, die wissenschaftlichen Hintergründe zu präsentieren und zu erklären. Denn Wissenschaft und Forschung sind die wichtigsten Mittel bei der Bewältigung dieser Krise. Schauen wir also mit dem Auge der Wissenschaft auf das Virus und fangen ganz vorne an. Woher kommt das Virus eigentlich? Startpunkt der Corona-Pandemie war die chinesische Millionenstadt Wuhan. Doch woher kam das Virus, das für den Menschen völlig neu ist? Als mögliche Virusquelle haben einige Forscher ein ungewöhnliches Tier im Verdacht. Das Pangolin. Das einzige Säugetier der Welt, das mit Schuppen bedeckt ist. Schuppentiere haben schon zu Zeiten der Dinosaurier gelebt. Heute zählen sie zu den seltensten Arten der Erde. Dass Schuppentiere Coronaviren in sich tragen können, war schon vorher bekannt. Möglich also, dass der Übertragungsweg vom Pangolin auf den Menschen führte. In der traditionellen chinesischen Medizin gelten Pangolinschuppen als Heilmittel. Obwohl es auch in China illegal ist, werden die Tiere heimlich gehandelt. Im chinesischen Wuhan gibt es wie an vielen anderen Orten Asiens Wildtiermärkte, wo Tiere lebendig verkauft werden. Allein schon durch den engen Kontakt können Viren von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Das Pangolin gilt als das am meisten gehandelte Wildtier der Welt. In manchen Ländern werden Schuppentiere auch als Delikatesse verspeist. In einigen Studien haben Forscher nun Pangoline aus verschiedenen Regionen, auch von Wildtiermärkten, untersucht. Und tatsächlich findet sich in den Schuppentieren ein Coronavirus, das dem menschlichen SARS-CoV-2 ähnelt. Durch Mutationen verändert ein Virus sein Erbgut ständig. Und diese Unterschiede in der Gensequenz können sich Forscher zunutze machen, um Stammbäume der Viren aufzustellen. So können sie den Ursprung von neu entdeckten Viren zurückverfolgen. Um zu klären, ob das Pangolin der direkte Überträger des Virus ist, haben Forscher das vollständige Erbgut des Coronavirus im Pangolin mit dem menschlichen Coronavirus verglichen. Bisherige Studien kommen zu einer rund 90-prozentigen Übereinstimmung. Das klingt viel, ist aber zu wenig, um das Pangolin als direkten Überträger auf den Menschen eindeutig zu identifizieren. Ausgeschlossen ist es aber nicht. Das Pangolin bleibt im engsten Kreis der Verdächtigen. Die Schuld des Tieres ist es allerdings nicht, dass es von Menschen gejagt wird. Dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Wilde Tiere spielen natürlich für ihre natürlichen Ökosysteme eine ganz wichtige Rolle. Aber seit 2008 warnt die Wissenschaft davor, dass 72% aller Zoonosen, das sind die Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können, 72% dieser Krankheiten stammen von Wildtieren. Und der globale Handel mit exotischen Tieren spielt dabei eine erhebliche Rolle. Millionenfach werden wilde Tiere auf den Märkten von China angeboten. Noch lebend, aber auch zerlegt, geräuchert oder in Flüssigkeiten. Und angeboten wird dabei, was die Natur hergibt. Schlangen, Schuppentiere, Ratten, Affen, Wasserschildkröten und dergleichen mehr. Aber viele dieser Tiere sind nur Überträger. Manche erkranken sogar, wenn sie von Viren infiziert sind. Und Viren entstehen ja nicht einfach aus dem Nichts. Sie brauchen sehr spezielle Bedingungen. Und die bietet eine spezielle Tiergruppe. Es gibt eine Gruppe von Tieren, die Wissenschaftler schon lange als die Quelle von Viren kennen. Die Fledertiere. Weltweit gibt es rund 1000 Arten von Fledermäusen und Flughunden. Besonders Arten, die in sehr großen Populationen zusammenleben, wie man sie in Asien und auch in Afrika findet, sind bekannt dafür, dass sie viele verschiedene Viren in sich tragen.
Forscher sind in der ganzen Welt unterwegs, um die Fledertiere auf Viren zu untersuchen. Dabei sind sie auf eine erstaunliche Diversität an Coronaviren gestoßen. Und auf viele weitere Viren, die für den Menschen teils schon gefährlich geworden sind. SARS, Tollwut, Mumps, Hanta, Nipah und Ebola sind nur einige Beispiele. Dass ausgerechnet die Fledertiere eine Brutstätte für Viren sind, hängt mit der Populationsgröße einiger Arten zusammen, wie etwa der Flughunde in Afrika. Durch das enge Zusammenleben können sich die Viren schnell ausbreiten. Die Fledertiere liefern sich dabei mit den Viren ein Wettrüsten. Das Immunsystem der Tiere ist so stark, dass die Viren zu immer ausgefeilteren Strategien übergehen, um sich trotz der Immunabwehr zahlreich zu vermehren. Fledertiere sind eine Art Trainingscenter für Viren. Erstaunlicherweise können sie auch überleben, wenn sie massiv befallen sind. Und damit bieten sie Viren ein ideales, natürliches Reservoir. Nichts ist besser für ein Virus als ein Wirt, der trotz massivem Virenbefall nicht stirbt. Wie genau das Superimmunsystem der Fledertiere funktioniert, ist noch unklar. Aber ein Faktor unterscheidet Fledertiere von allen anderen Säugetieren. Sie können fliegen. Und das könnte den entscheidenden Unterschied machen. Zu fliegen bedeutet für den Organismus eine absolute Extremsituation. Säugetiere sind üblicherweise bekannt dafür, dass sie ihre Körpertemperatur konstant halten. Aber bei Fledertieren steigt die Körpertemperatur im Flug von 37 auf 41 Grad Celsius. Der Stoffwechsel arbeitet dann auf Hochtouren. Möglich, dass die Fähigkeit, diese Extremsituation zu überleben, auch bei der Virenabwehr hilfreich ist. Der Mensch dringt immer weiter in die Lebensräume der Fledertiere vor. In Afrika und Asien gelten die Tiere vielerorts als Delikatessen. Auf diesem Wege ist schon so mancher tödliche Krankheitserreger auf den Menschen gesprungen. Die Nähe von Wildtieren und Menschen ist wie eine Einladung an die Erreger, neue Wirte zu erobern. Auch die Pandemie, die vom chinesischen Wuhan ihren Ausgang nahm, ist eine menschgemachte Krise. Märkte mit unhygienischen Verhältnissen und Wildtieren im Angebot sind ein wahrer Brennpunkt für die Entstehung neuer Krankheiten. Aufschluss über die Wege, die ein Virus genommen hat, liefert der Vergleich des Erbguts der Viren. Genanalysen bestätigen, Fledertiere sind die wahre Ursprungsquelle des aktuellen Virus. Theoretisch könnte es direkt den Sprung zu Menschen gemacht haben. Vieles spricht auch für das Pangolin als Zwischenwirt. Aber auch ein anderes, noch unbekanntes Tier wäre als Überträger denkbar. Ganz gleich, was sich am Ende als die tatsächliche Infektionskette erweist, klar ist, dass das wahre Problem nicht in der Natur liegt. Weder Pangolin noch Fledertiere sind schuld an der jetzigen Misere. Viren sind eine komplexe Erscheinung im Reich des Lebens, zu dem sie gar nicht ganz gehören. Denn sie brauchen ja ein Reservoir, aus dem sie schöpfen können. Und Viren sind auch nicht per se böse. Sie brauchen einfach nur Wirtszellen, mithilfe derer sie sich eben dann vermehren können. Und wenn sie sich dann verändern durch Mutationen, dann kann es Viren gelingen, ein ganz neues Reservoir zu erobern und die Arten dort zu infizieren. Auf diese Weise gelingt es Viren, die Grenze zwischen den Arten zu überspringen, auch die Grenze zum Menschen. Werfen wir einen Blick auf alte Bekannte, die uns vielleicht helfen, das Neue zu verstehen. Hongkong im März 2003. Ein gefährliches Virus reist von hier in viele Länder der Welt, auch nach Deutschland. Rasch breitet es sich immer weiter aus. Die Patienten leiden unter hohem Fieber, starkem Husten und Muskelschmerzen. Sie bekommen nur schwer Luft, sodass sie künstlich beatmet werden müssen.
Die Erkrankung wird als schweres, akutes respiratorisches Syndrom bezeichnet, kurz SARS. Eine oft tödlich verlaufende Lungenerkrankung. Die Symptome weisen auf eine Virusinfektion hin. Doch welches Virus löst sie aus? Für die Wissenschaft ein Rätsel. Als Erreger kommt keiner der üblichen Verdächtigen in Frage. Schließlich die Entdeckung. Es ist ein Coronavirus. Ein Schock. Kannte man Coronaviren bisher doch nur als harmlose Erreger, die weltweit Menschen infizieren und unkomplizierte Erkältungen auslösen. Hilflos steht man der Ausbreitung des noch unbekannten Coronavirus gegenüber. Die einzige Waffe, Prävention. Denn obgleich unser Immunsystem die einfachen Corona-Erkältungsviren schon lange kennt, ist unsere körpereigene Abwehr auf das neue SARS-Coronavirus nicht vorbereitet. Und das macht es so gefährlich. Forscher suchen den Ursprung des Virus. Die Spuren führen sie nach Guangdong, eine chinesische Provinz. Ihre Vermutung, auf einem Markt könnte das SARS-Coronavirus von einem Wildtier auf den ersten Patienten übertragen worden sein. Nach zahllosen Tests von Markttieren das Ergebnis. Eine Schleichkatzenart, die Zibetkatze, trägt SARS-Coronaviren mit nahezu 100%iger Übereinstimmung zu den Viren in den Menschen. Wissenschaftlern gelingt es schließlich, den genauen Weg des Erregers der ersten Corona-Pandemie 2003 zu rekonstruieren. Von einer Fledermaus zur Zibetkatze. Von dort gelang dem Virus der Sprung über die Artengrenze zum Menschen. Nachfolgend wird es auch von Mensch zu Mensch übertragen. Im Vergleich zu SARS breitet sich das aktuelle SARS-Coronavirus 2 schneller aus. Wo liegt der Unterschied? Entscheidend ist, wie steckt man sich an? Tatsächlich verlaufen die Infektionswege sehr ähnlich. Durch Tröpfcheninfektion beim Husten und auch Schmierinfektion. Warum ist die Übertragung von SARS-Coronavirus 2 trotzdem so viel effizienter? Der entscheidende Unterschied? SARS-Coronaviren nehmen immer den Weg in die Lunge. Sie vervielfältigen sich in den Lungenzellen. Eine Schlüsselfunktion hat dabei der ACE2-Rezeptor der Zellen. Ein Coronavirus heftet sich mit seinem Spike-Protein an das ACE2-Protein. So wird eine Interaktion ausgelöst und das Virus verschafft sich Einlass in die Zelle. Entscheidend für eine schnelle Vervielfältigung der Viren ist, dass Lungenzellen sehr viele ACE2-Rezeptoren tragen. Das SARS-Coronavirus 2 hingegen kann sich bereits im Rachenraum vermehren, obwohl die Wirtszellen hier weniger ACE2-Rezeptoren aufweisen. Wissenschaftler vermuten, dass das SARS-Coronavirus 2 diese Rezeptoren effektiver nutzt. Die Pforte öffnet sich dadurch leichter und verschafft dem Virus Zugang zur Zelle. Die Übertragungswege vom SARS-Coronavirus 2 sind in Folge kürzer und damit effektiver. Der Schlüssel zum Erfolg des Virus. Wir haben jetzt gelernt, das SARS-CoV-2-Virus ist eine besonders unschöne Variante. Und wir stehen dem Virus jungfräulich gegenüber. In der Virologie spricht man vom Virgin-Soil-Szenario. Aber ist das wirklich so? Wir haben ja auch gelernt, es gibt Coronaviren, die einfach nur Erkältungskrankheiten auslösen. Darüber möchte ich nun sprechen mit Professor Jan-Felix Drechsler. Er ist Virologe an der Berliner Charité. Hallo, Herr Drechsler. Hallo, Herr Lesch. Herr Drechsler, müssten wir nicht angesichts der Jahrzehnte- oder jahrhundertelangen Auseinandersetzung mit Coronaviren so eine Grundimmunität besitzen? Ja, das ist richtig. Gegen diese endemischen Coronaviren, also diese immer wieder vorkommenden Coronaviren,
ist das sicherlich so. Das Problem ist, dass wir nicht sicher davon ausgehen können, dass die Infektion mit diesen Schnupfen-Coronaviren uns auch Immunität verleiht gegen das neue Coronavirus. Mhm. Dafür ist das SARS-CoV-2 einfach zu anders. An der Charité wird ja seit 2003 an SARS-Viren gearbeitet. Die Pandemie von damals, die ist ja maßgeblich auch untersucht worden von Ihrem Institut. Bringt uns das in der Forschung eigentlich einen wirklichen, richtig großen Vorteil jetzt bei der Untersuchung möglicher neuer Medikamente, Impfstoffe und so weiter, dass wir schon so viel über diese Viren wissen? Ja, absolut. Also genau wie Sie sagen, sind viele der Medikamente, die wir jetzt in dieser Notsituation diskutieren, um unsere Patienten zu retten oder irgendwie den Infektionsverlauf der schweren Fälle abzumildern, schon damals zumindest in Zellkultur, also im Labor, angeschaut worden. Und Grundprinzipien der Infektionsmodelle sind damals schon etabliert worden. Also das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Mhm. Und auch für uns an der Charité gilt, dass wir einen Gewinn haben durch unsere Arbeit an Coronaviren, an SARS-Coronaviren. Ganz konkret kann ich als Beispiel hier nennen, dass wir zusammen mit dem Institutsleiter hier an der Charité, Herrn Drosten, schon jahrzehntelang Fledermäuse auf Coronaviren untersucht haben. Und wir kennen also sehr viele mit den SARS-Coronaviren verwandte Viren aus Fledermäusen, mhm, die erstmal für den Menschen vielleicht gar nicht gefährlich sind, aber die wir jetzt kennen und deren Erbgut wir entschlüsseln konnten. Und weil wir das konnten, weil wir diese Information hatten, konnten wir deutlich schneller Testverfahren entwickeln, die auch für das neue Coronavirus funktionieren. Mhm. Mit anderen Worten, der Test, der entwickelt wurde hier am Labor, der wurde gemacht, bevor man das Erbgut des neuen Virus überhaupt kannte, öffentlich. Wow, toll. Wie ist das überhaupt? Wie schafft es ein Virus, diese Grenze zu überspringen? Also einerseits Tiere zu befallen und die befallenen Tiere dann die infizieren Menschen, soweit gut. Aber wie kommt es dann zu einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung? Das ist ja noch mal eine weitere Grenze, die das Virus überschreiten muss. Ja, genau. Das ist eine ganz entscheidende Grenze. Und das kann nun beileibe nicht jedes Virus, was die Speziesbarriere überschreitet und eben auf den Menschen übergeht. Das ist eigentlich auch einer der Hauptunterschiede zwischen dem SARS-Coronavirus, also dem Virus, das 2002, 2003 aufkam, vor allem in China ja Fälle auslöste, und dem jetzigen SARS-CoV-2. Das alte SARS-Coronavirus war nämlich überhaupt nicht gut von Mensch zu Mensch übertragbar. Das replizierte in Zellen tief unten in der Lunge und war deswegen nicht im oberen Atemwegstrakt. Mhm. Wie nun mal das neue Coronavirus. Und das neue Coronavirus repliziert leider sehr effizient im Nasenrachenraum und ist darum auch so viel übertragbarer als damals das alte SARS-Coronavirus. Herr Drechsler, wird sich das Virus in seiner Wirkung abmildern? Herr Lesch, das ist eine wirklich spannende Frage, die man ganz schlecht mit großer Sicherheit beantworten kann. Man hört das ja immer wieder, dass ein Virus sich sicherlich abmildern würde oder abschwächen würde, wenn es nur lang genug zirkuliert, zum Beispiel in uns Menschen. Das kann man aber so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Manche Viren sind in der Tat, da wissen wir, dass sie sich abgemildert haben. Es gibt ein bekanntes Beispiel aus Australien, als zur Bekämpfung einer Kaninchenplage ein Virus benutzt wurde. Und dieses Virus hat tatsächlich innerhalb von wenigen Jahren hat sich das Virus deutlich abgemildert. Aber ob das SARS-CoV-2 sich jetzt abmildert, während es uns Menschen infiziert, wissen wir einfach überhaupt noch nicht. Herr Drechsler, bis hierhin vielen Dank. Wir sehen uns gleich nochmal. Viren sind eine ganz alte Erscheinung. Und praktisch jedes Lebewesen auf der Erde kann von Viren als Wirt genutzt werden. Der Mensch allerdings ist ein ganz besonderer Wirt. Er kann sich nicht nur auf natürliche Weise mit Hilfe seines Immunsystems anpassen, er kann sich auch durch wissenschaftliche Methoden schützen. Und deshalb konnten wir im Wettkampf des Menschen als Wirt mit den Viren schon so manchen Sieg feiern. Es ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Medizin. In einer internationalen Kampagne zogen Ärzte der WHO 1967 rund um die Welt. Ihr Ziel? Mit einem Impfstoff die Pockenkrankheit besiegen und alle menschlichen Pockenerreger auf der Welt ausrotten. Die Hilfsteams reisten in die entlegensten Winkel. Es galt, schneller zu sein als ein Virus, das sich schon über Husten verbreiten kann. Die
Tierärzte stöberten jeden Seuchenherd auf und impften alle durch eine Infektion gefährdeten Menschen. Ein Wunder, aber tatsächlich schafften sie es, schneller als die Pocken zu sein. Nach 10 Jahren war es soweit. Die Ärzte entdeckten auch noch den letzten Pockenkranken. In Somalia, der letzte Zeuge, denn er hat die Infektion überlebt. I believe surely that it is the last case in the world. Zum Vergleich der von SARS-CoV-2 ausgelösten Infektionskrankheit Covid-19 und der Pockeninfektion spreche ich jetzt mit Frau Ulrike Protzer, Professorin an der Technischen Universität in München und Virologin und am Helmholtz-Zentrum in München. Frau Protzer, wieso konnte man das Pockenvirus überhaupt ausrotten? Da hatte man Glück. 2 Faktoren sind da ganz wichtig. Das eine ist, es infiziert nur Menschen. Das heißt, wir haben kein Reservoir irgendwo im Tierreich, wo es zurückkommen kann. Wenn ich es aus der menschlichen Population weg habe, ist es weg. Der zweite Punkt, wir haben einen genialen Impfstoff gehabt. Und ein genialer Impfstoff ist ein Impfstoff, der einfach eine sehr breite Immunantwort macht. Was man da verwendet hat, ist das Kuhpockenvirus. Das ist ähnlich genug, dass es uns schützt vor dem echten Pockenvirus, aber es macht uns nicht krank. Und einen sogenannten Lebendimpfstoff, wie wir da verwendet haben, das ist das Perfekte. Und warum muss ich mich dann gegen Pocken nur einmal impfen lassen, aber bei Grippe jedes Jahr wieder aufs Neue? Weil das eben so ein Lebendimpfstoff ist. Aha. Und dieser Lebendimpfstoff, wenn ich damit, wie mit einer echten Infektion, wenn ich damit einmal infiziert war, geimpft war, dann macht mein Immunsystem lebenslang eine Immunantwort. Und die macht es sehr breit. Wir bekommen also Antikörper, die dann binden, wenn irgendwas eintritt und uns schützen. Und wir bekommen eine sogenannte T-Zellantwort. Das sind Immunzellen, die durch unseren Körper wandern und die dann auch das letzte bisschen infizierte Zellen noch abräumen. Jetzt hoffen natürlich alle darauf, dass es irgendwie gute Nachrichten gibt bei der Entwicklung des Impfstoffs gegen SARS-CoV-2. Wie ist denn da die Situation aktuell? Da sind wir natürlich noch nicht ganz so weit. Einen solchen Lebensimpfstoff zu generieren für SARS-CoV-2 ziemlich unmöglich, wäre viel zu gefährlich. Normale Impfstoffe werden häufig gemacht, indem man ein Virus anzüchtet. Bei Influenza zum Beispiel macht man das, da kennt man das gut und dann tötet man das ab. Einen solchen Totimpfstoff zu generieren ist aber auch schwierig, weil wir dieses SARS-CoV-2 ja im Moment nur im Hochsicherheitslabor handhaben können. Da reicht uns die Menge gar nicht aus. Das heißt, man muss auf alternative Impfstoffe gehen. Und eine Möglichkeit wäre da, Proteine, Eiweiße von dem Virus zu isolieren, herzustellen in der Bäckerhefe oder auch in Kolibakterien, kann man das sehr gut machen, und die einzusetzen als Impfstoff. Das halte ich für fast die erfolgsversprechendste Möglichkeit. Und wenn es dann einen gäbe, wären wir dann gegen SARS-CoV-2 wirklich auch für immer geschützt? Oder wäre das eine Impfung, die auch jedes Jahr wieder praktisch neu gemacht werden müsste? Das hängt wieder sehr davon ab, was wir machen. Wenn wir also so einen Proteinimpfstoff generieren, dann müsste man den vermutlich 3-mal geben. Aber dann hält es schon ein paar Jahre an. Ja. Wenn wir jetzt aber einen anderen Impfstoff generieren, was zum Beispiel auch gemacht wird, man macht so RNA-Sequenzen, also ein Stückchen des Virusgenom, und nimmt die zum Impfen, da wissen wir noch gar nicht genau, wie oft man das geben muss. Aber vermutlich auch 2- oder 3-mal. Und dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel wieder ein Pockenvirus zu nehmen, natürlich nicht das echte, sondern den Impfstoff, und den umzuwandeln in einen Impfstoff gegen das SARS-Coronavirus. Und da könnte es vielleicht sogar sein, dass es reicht, wenn man es 1- oder 2-mal gibt. Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, die ganze Welt ist ja momentan also wirklich im Fieber, also im Coronavirus-Fieber. Und jetzt haben wir, also hoffen wir mal, dass wir einen Impfstoff kriegen für dieses Virus. Wir müssen ja aber doch damit rechnen, dass es auch in Zukunft immer wieder solche Angriffe aus dem Reich der Viren gibt, wo die Grenzen entsprechend übersprungen werden. Würde es helfen, wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, schon für die nächste Epidemie, könnte man schon, oder für die nächste Pandemie, kann man da jetzt schon sowas vorbereiten? Wird man sowas tun in den Laboratorien dieser Welt? Es gibt einen weltweiten Verbund, um vorbereitet zu sein für so neu auftretende, wie wir sagen, emerging infections. Das ist nur nicht ganz so einfach, weil die sich ja sehr unterscheiden. Also obwohl das SARS-Coronavirus vor 17 Jahren sehr verwandt ist mit dem heutigen, ist das nicht so verwandt, dass man genau das Gleiche verwenden kann. Oder auch das MERS-Coronavirus, dagegen gibt es einen Impfstoff. Der reicht aber nicht, der ist nicht ähnlich genug oder wirksam genug jetzt gegen das Neue. Nachdem keiner von uns in die Zukunft gucken kann, befürchte ich, wir müssen uns doch immer wieder neu aufstellen. Was man betonen kann, man könnte
Plattformtechnologien aufsetzen, die man dann möglichst schnell anpassen kann. Und das ist genau das, was man in diesem internationalen Konsortium auch versucht. Frau Professor Protzer, vielen Dank. Parallel zur Suche nach Impfstoffen ist weltweit ein Wettlauf um das Medikament entbrannt, das Menschen behandeln könnte, die bereits mit dem neuen Coronavirus infiziert sind. Auf der Suche nach Arzneimitteln gegen das SARS-CoV-2 testen Forscher Wirkstoffe, die gegen andere Viren wirken, wie Influenza oder HIV-Viren. Denn ein völlig neues Medikament zu entwickeln, ist langwierig. Das Problem: Die neuen Coronaviren, hier gelb, besitzen wie alle Viren keinen eigenen Stoffwechsel. Sie kapern Zellen und nutzen deren Stoffwechsel, um sich zu vermehren. Deshalb ist es schwer, das Virus anzugreifen, ohne die Zellen eines infizierten Menschen zu schädigen. Ein Forschungsteam aus der Berliner Charité Universitätsmedizin und dem Deutschen Primatenzentrum in Göttingen hat ein potenzielles Medikament ausfindig gemacht. Es ist bereits gegen eine andere Krankheit zugelassen und könnte daher relativ schnell zum Einsatz kommen. Die Infektionsbiologen haben herausgefunden, wie das neue Coronavirus in Zellen eindringt. Dabei haben sie Angriffspunkte für Medikamente entdeckt. Ein schwerer Krankheitsverlauf bedeutet, dass die Viren ihr Erbgut in Lungenzellen eingeschleust haben. Das Virus dockt dazu an dem ACE2-Rezeptor der Zelle an, hier blau. Dann aktiviert ein Protein lila das Virus. Damit gelangt die Erbinformation in die Zelle und programmiert sie um zur Virenfabrik. Die Elektronenmikroskopaufnahme zeigt, wie neue Coronaviren, hier gelb, eine gekaperte Zelle verlassen. Der Therapieansatz zielt auf das aktivierende Protein. Es gibt bereits ein Medikament, das dieses Protein hemmt. Camostat verhindert so das Eindringen des Virusgenoms, zumindest in Labortests. Das Medikament ist in Japan zugelassen, gegen Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. In Zellkulturen scheint Camostat erfolgversprechend. Doch es fehlen klinische Studien, um die Wirksamkeit im Patienten zu belegen. Mit der Substanz Remdesivir der Firma Gilead laufen dagegen bereits Patientenstudien in den USA, China und bald auch in Deutschland. Der Wirkstoff wurde gegen Ebola-Infektionen entwickelt. In einer Patientenstudie überzeugte er jedoch nicht. In Zellkulturen hat die Substanz allerdings die Vermehrung des neuen Coronavirus gehemmt. Ob Remdesivir auch in infizierten Patienten wirkt und zudem sicher ist, muss sich erst noch in den klinischen Studien zeigen. Wann sie abgeschlossen sein werden, lässt sich noch nicht absehen. Das gilt auch für ein weiteres Mittel, das im Labor bereits gezeigt hat, dass es die Bildung von SARS-CoV-2-Viren hemmen kann. Chloroquin, ein Malariamittel. Ob es allerdings im Patienten wirkt und das ohne große Nebenwirkungen, das wird sich erst noch erweisen. Jetzt zeigt sich die große Bedeutung von Grundlagenforschung. Die immerwährenden Kritiker an diesem absolut notwendigen Mechanismus der Durchdringung der Fundamente unseres Bildes von der Materie und ihrer Verwandlungsfähigkeit, die werden jetzt eines Besseren belehrt. Wir stehen doch alle vor den Toren der Laboratorien und warten darauf, dass der Ruf erklingt: Heureka, wir haben es. Und mit einer unabhängigen Wissenschaft, die nicht auf den unmittelbaren Erfolg ausschaut, sondern die mit Geduld, Sorgfalt und Hartnäckigkeit bei der Suche bleibt, werden wir dieses Mittel auch finden. Und zu dieser Suche gehört unbedingt auch ein Blick in die Geschichte. Der Erste Weltkrieg. Soldaten riskieren täglich ihr Leben und rüsten sich für den nächsten Angriff. Doch es gibt einen Feind, gegen den es keine Waffen gibt. Und er ist unsichtbar. Dieser Feind wird weltweit mehr als doppelt so viele Menschen töten wie der Erste Weltkrieg. Schätzungsweise bis zu 50 Millionen. 4. März 1918, Tag 0 der Pandemie. Ein Geflügelzüchter in Kansas, USA, geht seiner Arbeit nach. Unbemerkt hat das Grippevirus seine Tiere befallen. Durch den engen Kontakt mit den Tieren springt das Virus vermutlich auf ihn über. Patient 0 ist Albert Gitschel.
Er wird in das Ausbildungscamp Funston eingezogen und als Koch eingeteilt. Im Lager bereiten sich 56.000 Soldaten auf ihren Einsatz vor. 1.100 Rekruten im Camp werden in den ersten 3 Wochen krank. 38 Soldaten sterben. Die Soldaten ziehen in den Krieg nach Europa, an die Westfront. In den Schützengräben breitet sich das Grippevirus ungehindert aus. Nachdem sich Albert Gitschel angesteckt hat, sind erst 40 Tage vergangen. Aber es gibt bereits 20 Millionen Infizierte, 20.000 Tote. Weil es in Spanien keine Zensur der Presse gibt, wird dort als erstes über die Grippe berichtet. Da die Welt nun glaubt, die Krankheit hat seinen Ursprung dort, bekommt sie ihren Namen, die spanische Grippe. Das aus Vögeln stammende Virus ist tödlicher als die damals bekannten Grippeviren. 17. September 1918, Philadelphia, USA. Ein halbes Jahr nach der Infektion von Patient 0 wird der erste Fall dokumentiert. Die Verantwortlichen spielen die Gefahr herunter. 11 Tage später lassen sie eine große Parade in der Stadt zu. 200.000 Schaulustige drängen sich in den Straßen. Niemand ahnt, dass binnen einer Woche 45.000 Menschen in Philadelphia infiziert sein werden. Erst am 3. Oktober werden halbherzig Maßnahmen ergriffen. Doch dafür ist es jetzt schon viel zu spät. Die dramatische Ausbreitung lässt sich nicht mehr aufhalten. Nach 6 Wochen ist die Stadt durchseucht. Die Todesrate geht zurück. Mehr als 12.000 Menschen in Philadelphia sind tot. Ganz anders in St. Louis. Der Gesundheitsbeauftragte Max Starkloff lässt sich seit Wochen schon täglich über die Fallzahlen informieren. Als am 5. Oktober der erste Grippefall in der Stadt gemeldet wird, lässt er innerhalb von 2 Tagen alles schließen. Schulen, Versammlungen, Bars und Schwimmbäder. Quarantäne. Der totale Shutdown. Forscher vergleichen 90 Jahre später die Todesraten der Städte. Durch das schnelle Reagieren und die Anzahl der Maßnahmen verläuft in St. Louis die Kurve der Todesrate deutlich flacher. Doch noch etwas zeigt die Analyse der Fallzahlen. Nach dem Ende der isolierenden Maßnahmen kommt es zu einem zweiten Peak. Der fällt jedoch viel schwächer aus. In St. Louis gibt es insgesamt 700 Tote. Gegen die spanische Grippe gab es damals keine Medikamente. Neben Hygienemaßnahmen nur sogenannte nicht-pharmazeutische Interventionen wie Versammlungsverbote und Schulschließungen. Die New York Times berichtet in Zeiten der Kriegspropaganda, dass die Grippe nur die Deutschen befallen habe und fordert, das Phänomen in deutsche Grippe umzubenennen. Ein deutscher Einwanderer geht im Jahr 1918 durch die Stadt, fühlt sich krank. Nur einen Tag später ist er Opfer der spanischen Grippe. Doch er hatte eine Lebensversicherung. Die Witwe kauft mit diesem Geld Grundstücke in New York. Heute gehört die Familie zu den reichsten des Landes. Der deutsche Einwanderer hieß Friedrich Trump. Er ist der Großvater von Donald Trump. Städte, die früh gehandelt haben, hatten eine viel niedrigere Sterberate als Städte ohne nicht-pharmazeutische Intervention. Solche Maßnahmen dienen ja dazu, die Ausbreitung des Virus zu hemmen. Wenn man in der Wissenschaft nachfragt, wie lange soll denn diese Pandemie dauern, dann kriegt man die Antwort, möglichst lange. Denn dann ist genügend Zeit zur Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Am Ende dieser Entwicklung werden 60-70% aller Deutschen mit dem Coronavirus infiziert sein. Und das ist keine Horrormeldung. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Unser Alltag hat sich massiv geändert. Die Devise: Abstand halten, wo es nur geht. Eine Zahl wird immer wieder genannt. Sie scheint wie eine Drohung.
60-70% der Bevölkerung im Land, bis zu 60 Millionen Menschen, müssen sich infizieren, damit die Seuche zum Erliegen kommt, so die Prognose der Experten. Um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, versucht man, den Zeitraum der Ansteckungen zu verlängern. Doch wie kommt diese Zahl eigentlich zustande? Sie fußt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen mit anderen Infektionskrankheiten und Epidemien. Der Prozentsatz weist auf eine Schwelle hin, ab wann sich das Virus nicht mehr verbreitet, weil ein hoher Anteil in der Bevölkerung immun wurde, sei es durch Infektion oder durch Impfung. So entsteht auch ein Schutz für die Nicht-Infizierten. Ist ein Impfstoff vorhanden, können Wissenschaftler auf Grundlage von Berechnungen für verschiedene Infektionskrankheiten Empfehlungen geben, wie viel Prozent der Bevölkerung immun sein müssten, um eine Verbreitung zu stoppen. Doch wie errechnen Forscher nun diese Prozentzahlen? Entscheidend die Basisreproduktionszahl, kurz R0. Hinter dem Fachbegriff verbirgt sich, wie viel Menschen im Mittel ein Infizierter in der Bevölkerung ansteckt, wenn keiner immun ist. Jede Infektionskrankheit hat eine charakteristische Reproduktionszahl. Statistisch betrachtet steckt zum Beispiel bei Influenza ein Infizierter zwei weitere an. Bei Masern sind es 15. Das Ziel der Wissenschaftler? Jeder Infizierte soll möglichst nur einen weiteren Menschen anstecken. In diesem Fall heißt das, die Fallzahlen bleiben konstant. Ideal wäre es natürlich, wenn jeder Betroffene weniger als einen neuen infiziert. Die Gruppe der Erkrankten würde so mit der Zeit immer kleiner werden. Je höher die Zahl, desto ansteckender. Mit dieser Reproduktionszahl kann man nun für Covid-19 die sogenannte Herdenimmunität berechnen, also wie viel Prozent der Bevölkerung immun sein müssen, um die Verbreitung zu stoppen. Das geht so. Oder auch etwas anschaulicher. Im Durchschnitt werden von einem Infizierten 3 Personen angesteckt, so die Erkenntnisse der Forscher. Ohne Impfschutz und Immunität würde die Erkrankung ungebremst voranschreiten, die Fallzahlen immer schneller ansteigen. Damit man nun die Anzahl der Neuinfizierten von 3 auf 1 pro Überträger reduziert, dürfen 2 potenzielle Infektionen nicht stattfinden. Es müssen 2 von 3 immun werden, sprich 2/3. Und dies sind die besagten 60-70%. Aus Berlin ist Professor Jan-Felix Drechsler zugeschaltet von der Berliner Charité. Herr Drechsler, welche Faktoren fließen denn in die Schätzung dieser Basisreproduktionszahl ein? Die Basisreproduktionszahl oder R0 ist erstmal ein epidemiologischer Messwert oder genau, es ist ein Begriff aus der Infektionsepidemiologie, der ja beschreibt, wie viele neue Fälle ein Infizierter verursacht. Das ist also nichts weiter erstmal. Simpel gesagt, ein Auszählen von Fällen über die Zeit. Mhm. Und das Ganze hat sehr viel mit der Population zu tun, die hier auch untersucht wird. Also die Größe der Population, die Altersverteilung der Population. Es ist also, es geht in keinem Fall darum, wie viele Menschen tatsächlich von einem tatsächlich Infizierten angesteckt werden, sondern es geht um die Mittelung dieser Infektionsereignisse über die Zeit und über die Bevölkerung, die untersucht wird. Und was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass man diesen Begriff der Immunität oder der Herdenimmunität in Verbindung setzt mit der Übertragbarkeit des Pathogens. Mit anderen Worten, wenn ein Pathogen, also ein Virus, passend zum heutigen Thema, besonders übertragbar ist, dann braucht man auch eine besonders hohe Herdenimmunität. Das beste Beispiel für ein Virus mit einem sehr hohen R0, einer sehr hohen Basisreproduktionszahl, ist das Masernvirus, das ja auch in den deutschen Medien immer wieder war, völlig zu Recht, weil wir es ja nicht schaffen, eine sehr hohe Impfquote zu erreichen. Und das Masernvirus hat ein R0 von ungefähr 15. Mhm. Also 5-mal höher etwa als wahrscheinlich als das SARS-CoV-2. Da bin ich überhaupt mal interessiert dran, wie das weitergehen wird. Also schönen Gruß an die Impfgegner, wenn wir tatsächlich mal einen Impfstoff haben gegen das Coronavirus, ob die sich dann auch nicht impfen lassen oder ob sie dann sagen, um Gottes Willen, jetzt ist aber... Wie wird denn der Kampf gegen das Virus weitergehen? Wenn wir erstmal alle es hinter uns haben, sind wir dann alle immun? Weiß man das? Kann man das sicher so sagen? Es ist im Moment sehr schwer, ganz sicher Feststellungen zu machen, wie es laufen wird.
Also wir müssen davon ausgehen, das hat ja auch Herr Drosten hier von der Charité immer wieder betont, es ist davon auszugehen, dass es eine sehr weite Durchseuchung unserer Bevölkerung geben wird. Und die große Frage ist, wie schnell geht das? Mhm. Können wir also den Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems vermeiden, indem wir diese Fälle über eine möglichst lange Zeit stecken und deshalb ja auch die aktuellen tief einschneidenden Maßnahmen? Und ich denke schon, dass es also dass wir eine bestimmte Herdenimmunität erreichen werden. Und die wird uns sicherlich eine ganze Weile schützen. Man sollte nicht davon ausgehen, dass man sich nach ein paar Jahren nicht wieder infizieren könnte. Mhm. Denn die Immunität gegen solche Atemwegserreger ist häufig sehr lokal. Das ist also erstmal im Atemwegstrakt und auch gar nicht so lange andauernd. Das gilt also nicht nur für das Coronavirus, sondern auch für viele andere Viren. Ganz klar ist, man wird sich in der Pandemie, in der jetzigen Welle, nicht zweimal infizieren können. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Was glauben Sondern man wird sich einmal infizieren und dann ist man immun. Was glauben das Sie? Heißt aber nicht, dass man ein paar Jahre später vielleicht nicht doch wieder infiziert werden könnte. Aber vielleicht hat man dann ja auch viel mildere Symptome. Mhm. Was glauben Sie, wird das Virus im Sommer verschwinden? Ja, ich fürchte nicht. Also klar ist, das sind Viren, die gar nicht so umweltstabil sind im Vergleich zu vielen anderen Viren. Und die UV-Strahlung, die im Sommer höher ist, und auch die Hitze, wird diesen Viren schaden. Also das wird, die Viren werden sehr schnell, werden schneller austrocknen und also nicht sehr umweltstabil sein. Es ist nur so, dass wir so viele Fälle dann halt doch haben werden, dass es wahrscheinlich trotzdem Ansteckungen geben wird. Mhm. Es wird also leider wahrscheinlich nicht komplett weggehen. Herr Drexler, vielen Dank. Alles Gute. Sehr gerne. Bleiben Sie gesund. Übrigens, das Coronavirus ist eine wissenschaftliche Tatsache. Es ist nicht der Zorn Gottes oder die Rache der Erde. Es ist ein etwa 100 Nanometer großes Etwas. Es besteht aus Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Proteinen, Eiweißen, Nukleinsäuren und es versklavt unsere Zellen zu seiner Vermehrung. Also, wir wissen, was es ist und wir wissen, was wir tun müssen. In Politik, Gesellschaft und als Einzelne. Nach Jahren des Misstrauens, ja der offenen Verachtung von wissenschaftlichen Methoden und Institutionen, spüren wir jetzt, was für einen grandiosen Schatz wir an der Art und Weise haben, wie Forschung und Wissenschaft die Natur durchdringen und die Abläufe und Prozesse dort verstehen. Wissenschaft und Forschung waren uns noch nie so nah. Ich bin so froh, dass wir den Quacksalbern, Maulhelden und anderen Wissenschaftsverächtern jetzt die kalte Schulter zeigen. Sie ignorieren. Wir spüren, dass wir in dieser Krise, die ohne Vergleich ist, denen vertrauen können, die Ahnung haben, die wissen, wovon sie reden. Wir spüren, dass diese Personen systemrelevant sind. Wissenschaft und Forschung sind systemrelevant. Von nun an muss die Wissenschaft zur Daseinsvorsorge gehören. Im Ernstfall, da zählt nicht der unmittelbare Erfolg. Da zählen Geduld, Sorgfalt und Qualität. Und Respekt vor einer Natur, die viel älter ist als wir, ohne die wir aber nicht leben können. Und das sollten wir nie wieder vergessen.